Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der KTM Thüringen. Problem gelöst. Wir machen gleich weiter. Ich habe die Aufnahmen ein bisschen geprüft, die anderen beiden, und da habe ich den Ton etwas reduziert für die Maschinen. Sollte nun ein bisschen besser sein. Schauen wir mal, ne? Da ich ja ohne Kopfhörer spiele, kann es auch ein Grund sein, dass der andere Ton den Mikrofon leiser macht, keine Ahnung. Ja, irgendwie will das nicht. Das ist irgendwie. Er findet den Punkt nicht. Okay, 2. Der kreuzt nicht 2 Kurse. Und das ist vielleicht gar nicht mal so. Wir müssen zurückgehen. Dann können wir hier anfangen. Das ist wieder ein Antrieb. Jetzt sollte es klappen. Ja. Ja, man kann nicht so viel nebenbei machen. Ne? Das ist leider ärgerlich dabei. Aber da ist ja gerade der Reiz dabei. So. Dann kommen noch die Felder hinzu. Wenn das Felder jetzt quadratisch wären, rechteckig, dann wäre es ganz einfach. Aber wer will schon einfach, ne? Und noch Kaffee da. Das entspricht ja auch nicht der Natur, dass die Felder gerade wären, sondern eher das eckige, das weniger eckige, das runde, so wie hier. Kontrolle. Das läuft. Zug steht. Mal gucken, was unser Unkrautfuzzi macht. Der arbeitet auch. Man kann so erkennen, dass das Unkraut weg ist. Das ist super. Und dann werden wir gleich sehen, es ist hellblau, dann können wir das bald düngen. Hätte auch behalten sollen, aber wie ist das weit weg? 13 ist zu teuer. Wenn man den Wald dazu nimmt, obwohl er hier oben ganz schön bergig aussieht. Die Wiese wird interessant. Land, die Wiese. Na, kostet ja nur 1,5 Millionen. Würde aber viel, viel, viel Gras bringen. Das hieße. Ja, müssen wir anschauen, wie das aussieht. Ob das Rundballen gehen würde. Ich könnte mir das vorstellen, dass man das im Rundballen dann in den BGH reinschmeißen. Aber das ist mal, muss ich so eins, wir haben viel Geld. Da werden wir unser Waldenbär aufforsten. So, wenn wir das Glück haben, läuft ja ganz gut. Übrigens, die Zeit läuft nicht, ne? Das ist ja typisch. Dann gehen wir einfach lang. Dass ich hier irgendwo eine Uhr. Das achte ich auch nicht da auf den Augenblick. Müsste bei OBS so eine Timer drin sein. Das wäre gut. Oh,
Mal gleich mal so ein Gerät bestellen hier, so ein, was drücken brauchen, dann brauchst du nicht eine kleine Tastatur mehr merken hier, was du für jede Funktion Schalter so ähnlich. Ja, mal sehen. Überlegen wir heute noch. Ja, Frosty ist da. Eine Kurve ist ungünstig, das habe ich gleich. Aber das ist garantiert Chaos vorprogrammiert. Da drüben wäre die Wiese, ne? Sieht nicht schlecht aus. Aber ich muss mich hier ganz kurz bewachen, das ist nämlich nicht ganz sauber. Geht schon so schieben, der Bruder hier. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Ja, man muss da rüberfahren. Das ist kein Thema. Kostet auch kein Geld. Der jetzt anfängt, hoch und runter zu fahren. Nö, nee, doch nicht. Ja, ich bin fertig, ne? Ja. Ich werde auch gleich fertig hier, du. Naja, nee. Ist nicht so einfach. Das wäre die Montagfolge, wenn mich das täuscht. Zeit vergeht. Meine Haare sind noch nass vom Waschen. Einfach zu warm. Schwitzt wie ein Blöder. Ja, mal waschen. Ja, Kamera HD, die erkennt alles. So, macht der da vorne? Stehen und warten. Ist der auch voll? Der ist voll. Zur Abfahrer nach Urlaub. Ja, das ist jetzt ungünstig. Wir haben mit Schwarzen begonnen, ne? Oder mit Roten? Ne, mit Schwarzen. Und der müsste anfangen mit hoch runter, wenn wir anschließen. Zweite Reihe nehmen, dann wird der so nichts. Bewachen. LKW kann die auch eingreifen. Den nicht. Den kann ich verkaufen. Den nehmen wir. Greifen wir ein. Mit 95 Sachen haben wir überhaupt keine. Gut, dass wir keine Fellscheine sind. Hier bin ich zu Hause. Hier sind noch Steine sammeln. Ich da denke. Da laufen sie mit 7, 8 Mann über den Acker, haben Steine gesammelt. Das fast jedes Jahr. So,
Komm, kippen wir das auch noch aus. Dann kann ich gleich zum Abladen fahren. Ah, das passt schon. Muss ich auch nicht bequälen, ne? Kann ich gerade fahren am Ruder. Verkaufen wir mal was, ne? Ja, verkaufen, ja. So. Wo stelle ich am besten hin, wo er nicht stört? Die Herrschaften hier, die Traktorenfahrer hier, sind nicht gerade sauber. Wie wir da stehen bleiben. Zug. Das bringt ihn durcheinander, das muss ich glauben. Wenn hier ein Fahrzeug steht, das ist für einen Kursplay oder für allgemeine Helfer ein Zeichen, das stehen bleiben soll. Das geht durch. Dann müssen wir gleich dabei bleiben. Ich weiß genau, was irgendwas mehr kommt. Läuft noch nicht reibungslos. Bleib stehen. Jo. Ich hoffe, die Qualität passt. Wenn was sein sollte, bitte melden, bitte Bescheid sagen. Versuchen wir das Beste rauszuholen. Und man will OBS nicht so wie ich will. Oder der Rechner. Der Rechner mal zicken. Gehen wir gleich hier. Zum Roten. So. Wir müssen nämlich in der zweiten Reihe von dem wieder anfangen. Wäre das einfachste. Anführungszeichen. Machen wir gleich leer. Jetzt brauchen die anderen nicht abspielen. So. Aber wie gesagt, die Wiese könnte man kaufen, ne? Das wäre doch gut. Aber die Wiese ist teuer. Ja, die erste Ecke ist blöd. Ja, kommt der schon wieder an. Muss ja irgendwo anfangen und einfach stehen lassen. In der zweiten Reihe. Und der Kurs ist ungünstig. Ja, das war mir klar. Der andere, wo wir einen Zaun gegenfährt, das war mir klar. Aber den wollen wir ein bisschen Vorsprung lassen. Dann können wir hier in der zweiten Reihe einspringen. Der Acker ist so groß, da fährt er ein bisschen da, wo der Zaun ist.
Zum Glück war der Zaun stehen. So. Wenn wir erstmal stehen lassen. Lass mal laufen. fünfunddreißig FPS. Naja, es geht. Machen wir manuell. Dass wir keinen Strom machen, kein Schwatt. Da wäre es dann schwieriger. Müssen wir noch einen Kurs machen für den, mit dem Schwatter. Das wäre ja auch möglich. Bin besser jetzt, wenn man länger Bahn kommt, dann wird es ja besser. Aber er macht nie alles. Das ist so heiß. Das ist jetzt auch komisch, ne? Diese Bahn geht zurück. Das ist aber auch komisch. Muss ich nicht verstehen. Dann ist höhere Physik. Wir brauchen mehr Vorsprung, dann wird das nichts, sonst ist das Chaos vorprogrammiert. Wir werden mal einlaufen lassen, obwohl das ja gar nicht so blöd ist. Also gehen wir auf den schwarzen, dann muss umstellen. Dann laden wir noch aus, denn das ist nicht garantiert. So. Dann lassen die Bahn noch fahren und dann lassen wir auf den anderen Kurs fahren, in den eingestellten Kurs. Das können wir mit dem roten machen, dann stellen wir den roten weg und dann haben wir weniger Stress. Und das Feld ist ein bisschen zu schmal für frei. Rein rechnerisch doch einmal der andere fahren müssen, der rote. Die Bahn. Ah, gut, okay. Jetzt greifen wir ein, weil jetzt macht er nicht dieselbe Bahn zurück. Das ist was ich verstehe. Das macht ja keinen Sinn, ne? Stellen wir es ein links.
Versatz. Machen wir auf 0 und müsste eigentlich wieder das fahren. Die Bahn, die er fahren soll. So. Schauen wir mal, dass wir die eine Bahn noch kriegen. So, liebe Freunde, das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Wir machen gleich weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie interessant war, hoffe ich jedenfalls. Ich würde mich freuen über ein Like oder über ein Abo. Es entstehen für euch keine Kosten. Dann sage ich mal Tschüss und Winke-Winke. Ich sage mal alles Danke. Und ich hoffe, ihr schaut wieder rein. Ciao, ciao, bis dann. Ciao, ciao.